Kulturpreise für zwei niederbayerische Originale. Kabarettist und Schauspieler Ottfried Fischer hat den Kulturpreis Bayern für sein Lebenswerk erhalten. Wissenschaftsminister Bernd Siebler überreichte dem sichtbar von seiner Parkinson-Erkrankung gezeichneten 66-Jährigen den Sonderpreis bei der Verleihung am Donnerstag in München. Gerade jetzt, wo ich aus der Karriere ziemlich raus bin, werde ich immer noch von Menschen angesprochen oder begegne ich Menschen, die sich bedanken, dass ich ihnen so viele schöne Stunden bereitet habe. Das ist natürlich schon etwas, was man erreicht hat, wenn man das sagen kann oder wenn einem das gesagt wird. Auch der Deggendorfer Kabarettist Django Asyl gehörte am Donnerstag zu den Preisträgern. Genauso wie 5 weitere Künstler aus Bayern und die 33 besten Absolventen der bayerischen Hochschulen. Verliehen wird der Kulturpreis Bayern jährlich vom Bayernwerk und dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst.